Und nach dem Passamahl gehen Jesus und seine Jünger in den Garten Gethsemane. Jesus zieht sich zurück, um zu beten. Er kniet nieder, spricht zu Gott: Mein Herr, warum soll ich solche Lasten tragen? Dir, Vater, ist doch alles möglich. So lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Herr, hörst du mich? Hörst du meinen Schmerz, meine Sorge, meine Ängste? Hey, can you hear me? Are you really out there? Oh, I am trapped in the cages of the scars I must bear. And I can't tell and I can't speak. I can't even repeat what it is. Hey, can you see me? See these hollowing eyes? Don't you think something is missing in my calm, peaceful smile? But I can't tell and I can't speak. I can't even repeat what it is. Can you hear me? Hear the sound of my pain? Can you hear me? Hear the words I don't say? I get down on my knees and I cry to you. Oh Lord, give me all your strength. Help me make it through. I reach out to you. Noch am gleichen Abend wird Jesus verraten und verhaftet. Er wird misshandelt, am nächsten Tag vor Gericht gestellt und schließlich brutal am Kreuz hingerichtet. Verraten und verleumdet von den Menschen, die ihn vor wenigen Tagen noch wie einen König gefeiert hatten. Doch all dies war Teil Gottes Plans, die Menschen zu befreien und zu retten. Jesus zahlte den Preis für unsere Sünden. Er starb für uns am Kreuz. Hey, can you hear me? Someone whispered to me. I understand all your hurting, how you ache, how you bleed. But the scars that you bear will one day make the whole world free. Satan is a liar down in the mire, but I can hear you. So wie Jesu Leid von Gott gesehen und gehört wurde, so spricht er uns täglich aufs Neue zu, dass er uns hört und versteht. Die Frage ist: Hören wir auch ihn?